Carina Witthöft hat beim WTA Sandplatzturnier im schweizerischen Gstaad ihre 15. Erstrunde-Niederlage in dieser Saison eingesteckt. Die 23-Jährige verlor ihr Auftaktmatch gegen die Russin Evgenia Rodina nach 2:38 mit 7:6, 7:3, 4:6, 6:7, 11:13. Witthöft hat in diesem Jahr in 18 Turnieren erst 4 Hauptrundensiege eingefahren. Achtelfinalgegnerin von Rodina ist Mona Bartel, die bereits am Montag gegen Natalia Wiklajenzewa aus Russland den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht hatte. Auch Antonia Lotner kassierte gegen Lokalmatadorin Viktoria Golubic eine Niederlage und schied beim $250.000-Turnier gleich zu Beginn aus. Die Nummer 130 der Weltrangliste unterlag der an Nummer 8 gesetzten Schweizerin mit 3:6, 2:6. Als letzte Deutsche besitzt Tamara Korpatsch noch die Möglichkeit, neben Bartel das Achtelfinale zu erreichen. Die 23-Jährige tritt am Mittwoch gegen die an Nummer 7 gesetzte Eidgenossin Stefanie Vögele an. Siegemund startet souverän. Unterdessen hat Laura Siegemund beim WTA-Turnier in Bukarest das Achtelfinale erreicht. Die letztjährige Stuttgart-Siegerin setzte sich in ihrem Erstrundenmatch 6:4, 6:0 gegen Jasmine Paolini aus Italien durch. In der nächsten Runde trifft die 30-Jährige nun entweder auf die an Position 8 gesetzte Lokalmatadorin Anna Bogdan oder die Slowakin Anna Karolina Schmidlova. Siegemund, die in ihrer Karriere bisher 2 Turniere auf der WTA-Tour gewinnen konnte, ist beim mit $250.000 dotierten Sandplatzturnier in der rumänischen Hauptstadt die einzige deutsche Starterin.